Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen jetzt ein kurzes Reading zur Thematik, was sich jetzt zur Sommersonnenwende verändert. Wir hatten ja gerade eine Eklipse. Ich hoffe, alle haben sich rausgeklipst aus der Dunkelheit. Und ich hoffe, es geht jetzt vielen ein bisschen besser. Und ja, wie gesagt, jetzt kommt noch die Sommersonnenwende. Und es ist ein sehr schönes Fest, an dem man übers Feuer springen sollte, um sich zu reinigen, um sich zu läutern. Also falls ihr irgendwo ein Lager Feuer in der Nähe habt, macht das ruhig mal. Das ist ganz gut. Ihr könnt alternativ, falls es jetzt irgendwie regnen sollte oder so, auch praktisch so einen kleinen Räucherschale anmachen. Das ist ja praktisch auch schon Feuer. Und ein bisschen räuchern und auch mal drüber springen, um ja, euch, wie gesagt, zu reinigen. Im Normalfall springen Paare über das Feuer, um sich praktisch den Segen abzuholen. Also wer in irgendeiner Form ja, seine Liebe bei sich haben sollte, kann das natürlich dann auch machen. So, ich habe jetzt hier einiges an Karten. Moment, ich muss mal eben die Kamera so ein bisschen rumrücken. Moment, so, und für die, die mich noch nicht kennen, ihr findet in der Infobox unten alles an Informationen, Facebook, Instagram und auch einen Mail-Account, wo ihr mich erreichen könnt. Wir haben jetzt am 12. August ein Retreat in Rio bzw. in Brasilien mit ganz vielen Heiltools und natürlich auch ein paar Abenteuern und Ausflügen mit allem, was dazugehört. Ihr könnt euch unten mal unsere Webseite angucken. Wir haben jetzt schon ein paar Leute, die mitkommen. Und ja, also ich denke, das Ganze ist also durchaus wieder möglich mit der Organisation und allem, was dazugehört. Und wir haben ein paar sehr, sehr schöne Orte ausgesucht und wie gesagt auch verschiedene Heiltechniken, die wir dann anwenden. Und ich denke, das wird also durchaus eine sehr tiefgreifende Erfahrung werden. Und für die Leute in der Kanalmitgliedschaft oder die Kanalmitglieder werden möchten, ich biete zusätzlich zu den normalen Readings hier auf meinem Kanal Kurzreadings an, Orakel-Readings, meistens auch Extended-Versionen, dann eben nochmal von dem, was hier ist mit noch mehr Karten, wo es ein bisschen tiefer geht. Zwischendurch gibt es mal ein kleines Ritual und vielleicht auch einen Livestream. Ich muss mal gucken, was sich da jetzt in der nächsten Zeit ergibt. Wer da Bock drauf hat, kann gerne reinkommen. Die Einnahmen gehen in Spenden. Und also ich treffe immer mal wieder Leute, die es nicht ganz so gut haben. Und ja, wir haben da so schon einiges realisiert in der Vergangenheit, wie Englischunterricht in Thailand für Burmesen, Thailänder und Koreaner und ein Massagekurs für eine Frau aus Brasilien. Und letztes Mal habe ich hier einen Künstler unterstützt auch. Also nicht hier, ich bin jetzt gerade in Mexiko, aber in Brasilien habe ich jemanden unterstützt, der Schokolade auf der Straße verkauft, dass der so ein bisschen nach vorne kommt mit seiner Kunst. Und ich bin davon überzeugt, dass demnächst auch wieder jemand aufsteigt, der Hilfe braucht. Ja, von daher gehen die Einnahmen da rein und auch Teile aus der Werbung. Deswegen regt euch bitte nicht auf, wenn ich irgendwie zwischendurch Werbung schalte. Das ist nicht, weil ich mir jetzt irgendwie 0,001 Cent unter den Nagel reißen möchte, sondern weil das einfach anderen Leuten zugutekommt. Und ich denke, wir sind in einer Zeit, ja, wo man in 5 Sekunden seines Lebens irgendwie abgeben kann, damit es jemand anderem zugutekommt. So, meine Lieben, wir gucken jetzt einmal bei den männlichen Energien, was jetzt bei der oder um die Sommersonnenwende, die Energien, die sind ja jetzt schon da, in die Veränderung reingeht oder sich eventuell festigt. Wir schauen mal. Codependency, ach, das ist aber ein schönes Thema, ja, das Thema der Abhängigkeit. Ja, guck mal, wir haben hier ein Brautpaar stehen, die sind beide irgendwie gekettet. Das könnte also gut sein, dass die einen oder anderen männlichen Energien in einer Beziehung sind, in einer Ehe sind, eine Liebschaft haben oder wie auch immer. Das ist bei jedem etwas Unterschiedliches. Und dass man sich daraus löst oder zumindest, dass dieses Thema also wirklich extrem an die Oberfläche kommt
und die männlichen Energien sich da in irgendeiner Form Gedanken machen. Codependency muss jetzt auch nicht immer unbedingt irgendwie mit einer Beziehung zu tun haben, also eine Co-Abhängigkeit zu einer anderen Person, sondern das kann natürlich auch mit anderen Dingen einhergehen, wie zum Beispiel ein bisschen zu tief ins Glas gucken, vielleicht ein bisschen zu viel kiffen, also da geht es um Substanzen oder um irgendwelche Dinge, von denen man sich abhängig macht, eine ungesunde Lebensweise, Workaholics, es gibt natürlich auch irgendwie Spiel- und Sexsucht, das kann auch sein und es muss auch nicht immer sein, dass man jetzt irgendwie total süchtig ist und das jetzt irgendwie bis ins Ultimo übertrieben wird, sondern dass es da darum geht, dass es hier in irgendeiner Form Strukturen gibt, die damit einhergehen, vielleicht auch mehrere auf einmal, ja, das sind natürlich auch Aufgaben, die kommen, dass wir uns lösen sollen, also ich kann nur von mir berichten, ich war früher viel feiern, eine richtige Nachteule und habe auch Partys veranstaltet, bin aufgetreten und so weiter und das hat sich alles total verändert, ja, also gerade seitdem ich irgendwie meinen Twin getroffen habe und ich mache das jetzt also wirklich kaum noch, ich überlege mir das dreimal, ob ich irgendwie ausgehe oder irgendwie Alkohol trinke, ich trinke zwischendurch mal einen Cocktail, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, okay, so und also solche Dinge können das natürlich mit unter anderem auch sein, wie gesagt, jetzt haben wir hier ein Ehepaar mit drauf und die einen oder anderen mögen tatsächlich irgendwie gefangen sein in einer Ehe und haben Probleme, sich daraus zu lösen, weil dann natürlich, man geht natürlich auch Verpflichtungen ein, nicht nur, dass man einen Schwur leistet, sondern man plant ja das Leben eigentlich auch zusammen, ja, und manchmal, mein Spirit ist halt anders, ne? Da werden Twins auf den Plan geschickt und dann geht der ganze Spaß los. Wir gucken jetzt mal, was sich bei den weiblichen Energien verändert. Oder was hochkommt, was als Thematik wichtig ist. Okay. Ach, das ist aber schön. Ja, wir haben die Karte von, dass man, also die Selbstliebe, dass man auf sich selber aufpasst und schaut mal, wie glücklich sie hier sitzt. Ja, sie ist ins Café gegangen mit meinem Autofokus. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. So, also sie sitzt im Café und sie schert sich auch nicht darum, irgendwie was andere über sie denken. Ja, also ne, das kann sein, dass das früher so gewesen ist, dass die einen oder anderen also zumindest so diesen Versuch gestartet haben, irgendwie selbst was zu unternehmen, eigenständig zu sein, eben ne, nicht irgendwie in der Co-Abhängigkeit. Das ist dann natürlich auch in Bezug auf die männliche Energie. Und die weibliche Energie, die hat sich jetzt freigemacht. Ja, es ist so praktisch diese Momente mit sich selbst genießen. Ja, ob man jetzt im Café ist, ob man jetzt zu Hause ist, ob man jetzt irgendwie unterwegs ist, alleine spazieren geht, und einfach mal alleine sein und die Dinge alleine machen. Und das ist ganz toll, dass das jetzt hier als Thematik kommt, weil viele früher dazu nicht in der Lage gewesen sind. Ja, entweder hat man sich eine Freundin mitgenommen oder irgendwie sich mit einer Gruppe von Leuten getroffen und so. Und hier ist es tatsächlich so, dass sie da alleine sitzt und irgendwie ihren Kaffee genießt und selbst mit sich glücklich ist. Ja, und auch, wie gesagt, nichts darum schert, ob da hinten am Tisch irgendwie eine Gruppe sitzt, die lästert und so weiter, sondern sie ist einfach ruht in sich und das ist eine ganz tolle Energie für die beiden Feminin. Ja, das heißt auch, dass sie sich hier, auch wenn die männliche Energie in irgendeiner Form in einer Co-Abhängigkeit unterwegs ist, welche auch immer das sein mag, die beiden Feminin hier schon einen ganzen Schritt weiter ist, was das Ganze angeht. Wir schauen mal weiter. Wir schauen jetzt mal zwischen beiden. Was geht hier in die Veränderung rein? Zur Sommersonnenwende. Es ist natürlich auch geil, wenn Divine Feminine das hier vormacht, weil Divine Masculine bekommt das mit und deswegen werden hier auch diese der Co-Abhängigkeiten so getriggert. Ja, bei den männlichen Energien. Weil die einfach merken, wie frei Divine Feminine ist und das ist extrem heilend. Schaut euch das mal an. Das ist ganz toll. Also wenn Divine Feminine hier reingeht, ja, also auch wirklich ganz bewusst reingeht und ich weiß, dass das für die einen oder anderen vielleicht irgendwie etwas ungewohnt ist, mal auch alleine Dinge zu machen. Also ich kann euch nur sagen, ich reise ja irgendwie seit über 2,5 Jahren jetzt und
Ich mache ganz viel alleine und das ist okay, weil man trifft immer Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Und wenn ich eine Stunde alleine am Strand sitze, ich finde das so toll. Ich genieße das einfach. Ja, oder irgendwie auch mal alleine was essen zu gehen, weil man konzentriert sich dann auf das Essen und schmeckt das auch ganz anders, als wenn man dann da mit jemandem sitzt und eine Unterhaltung hat. Dann geht das Essen praktisch an einem vorbei in irgendeiner Form. Also ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit meine. Und das ist halt extrem ansteckend, ja, diese Liberalisierung, dieses Freimachen. Das hatten wir jetzt auch in, ich glaube, im letzten Reading, dass Divine Feminine sich gerade frei macht und wirklich in ihre Kraft reinkommt. Und Divine Masculine wird nachziehen, was das Ganze angeht, weil es hier darum geht, dass eine energetische Heilung stattfindet. Ja, also das ist praktisch hier ne, das Heilen mit Händen, mit Energiearbeit. Die Karte heißt auch Energy. Wir haben die fünf. Das mag eine Herausforderung sein. Ja, das eine und das andere. Also beide haben eine Herausforderung, was das Ganze angeht, aber. Sorry, ich hab irgendwie einen Frosch im Hals. Hier geht etwas in die Heilung. Und ihr könnt auch aktiv in die Heilung reingehen, ja, die männlichen Energien sowie die weiblichen Energien. Und sich hier tatsächlich mal entweder mit Meditation beschäftigen, ja, oder mit Energieheilung beschäftigen, Rituale machen. Ne? Wie gesagt, dieses übers Feuer springen ist auch nochmal irgendwie etwas, was mit Energie zu tun hat. Und hier geht praktisch, wie gesagt, was in die Heilung rein, was mit dieser Thematik zu tun hat. Was auch sehr gut Hand in Hand geht. Ja, es geht ja, sehr gut mit einher. Anger in Chains. Ja, manchmal ist es toll, vor der Kamera zu mischen. Ich mache das nicht so gerne, weil das dauert immer so ein bisschen. Aber das zeigt eben auch, wie cool Spirit ist. Also die männliche Energie hat Ärger und Ketten. Und wir hatten ja hier diese Ketten. Ja, die haben sich vielleicht hier mit irgendetwas in Verbindung oder in irgendeine Bindung hineinbegeben. Wie gesagt, das ist bei jedem was anderem, was anderes. Und hier ja, ist unterschwellig Ärger da. Ja, dass man sich ärgert, dass man Masken aufgesetzt hat. Ja, das ist hier irgendwie so versprengte Seelenanteile, die hier durch den Raum schweben. Und ja, diese Ketten, die da sind. Und das ist, wie gesagt, jetzt etwas, was ganz bewusst nach oben kommt. Ja, und wo die männliche Energie sich damit auseinandersetzen muss, wie man eventuell eben auch diese Ketten sprengt. Weil das ist natürlich ein Zustand, in dem man nicht das ganze Leben lang unterwegs sein soll. Und Spirit leitet, wie gesagt, auch dazu an, sich eben mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das ist egal, ob wir Kontakt miteinander haben oder nicht. Okay. Wir leben hier vorerst erstmal eine energetische Beziehung. Wow, ja. Also wir haben hier den Engel, der keine Farben hat. Ja, das sind halt ein paar Schattenkarten. Ne? Wie gesagt, also bei Divine Masculine ist es jetzt so, dass hier diese Ketten zum Vorschein kommen, die in die Heilung reingehen sollen, wo man sich eben, wie gesagt, gegenseitig triggert. Und Divine Feminine soll man ein bisschen mit Farbe arbeiten. Ja, wir haben hier, wie gesagt, diesen trosttristen Engel, ja, der irgendwo in der Dunkelheit gesessen hat und nicht klarkommt und traurig war und sich isoliert hat und mit sich alleine unterwegs war und eine schwere Bürde getragen hat. Und ne, ja, wie gesagt, dieser Engel, der sieht jetzt auch nicht irgendwie wirklich ne, Halleluja und glücklich aus, sondern das ist, wie gesagt, eher eine sehr traurige Szenerie, von der sich Divine Feminine jetzt verabschieden soll. Ja, und wie gesagt, also gerade die sich hier wiederfinden und sagen, boah, ich habe so eine schwere Zeit irgendwie, ich komme nicht klar hier. Ne? Wie gesagt, man, die Divine Masculine, der hängt hier in irgendetwas fest und das geht nicht nach vorne. Da sind viele, die hier gesessen haben und jetzt die Divine Feminine steht bitte auf. Ja, ne, also das ist total konträr auch. Ne? Wie gesagt, hier einmal total traurig und hier einfach in sich selbst ruhen und sehr selbstbewusst. Ja, aber seid euch auch gewiss, dass diese Co-Abhängigkeiten, die bei Divine Masculine eventuell da sind, dass die nicht unbedingt etwas mit euch zu tun haben, sondern das sind oft auch Thematiken, die eben aus der Kindheit kommen oder wie auch immer, ja, frühere Leben etc.
und sich nicht immer alles irgendwie um uns dreht, genauso wie es bei Divine Feminine auch so ist. Maskerade, ja, zwischen beiden. Das ist die Heilung der Maskerade, die jetzt hier passiert. Die Energieheilung der Maskerade. Ja, tatsächlich mal, ne, wir hatten ja hier diese Maske mit drauf, ja, mit diesen Ketten, in denen die Divine Masculine gelegt wird. Und die erkennen, dass die Masken aufgesetzt haben und sich hier in irgendeine Situation reingebracht haben, die eventuell wirklich eine Bredouille ausgelöst hat. Ja, was dann eben auch dazu geführt hat, dass Divine Feminine jetzt praktisch aufsteht und sagt, okay, alles klar, das ist seine Thematik, das muss er selber, ich sag jetzt mal eher, bearbeiten. Und ich sitze hier aber nicht mehr im Dunkeln, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich gehe jetzt raus und hol mir positive Energie. Und ob es jetzt, wie gesagt, im Café ist oder ob man sich einfach mal irgendwie so eine Stunde in die Sonne setzt und sein Lieblingseis isst etc., das überträgt sich. Ja, Divine Masculine bekommt das auf jeden Fall mit auf der energetischen Ebene. Ja, und beide haben hier in irgendeiner Form mit Masken zu tun. Und diese Masken, die können abgelegt werden, weil das, wie gesagt, jetzt energetisch in die Heilung reingeht. Finde ich ganz toll. Wir schauen jetzt mal ein bisschen weiter. Oder nee, lasst uns mal die Karten hier nehmen. Das sind auch so ein paar Schattenkarten. Das ist manchmal ganz schön, mit den etwas dunkleren Karten zu arbeiten, damit die Dinge bewusst werden. Hier die beiden Maskulinen. Es hat das hier mit den Masken und diesen Ketten. Was liegt hier noch im Dunkeln? Was durch die Sommersonnenwende in die Heilung und ins Licht reingehen kann. Wo ist sie hier? Manipulation. Man manipuliert und sabotiert sich oft selbst. Ja, ne, erstmal, indem man, wie gesagt, Masken auf hat, dann, ne, also eine Manipulation ist auch, wenn man sich in Ketten legt, sich selber auch in Ketten legt. Das ist noch nicht mal so, dass man immer nur andere manipuliert. Das können die einen oder anderen bestimmt auch ganz gut. Aber man manipuliert sich selber und wird vielleicht auch manipuliert. Das könnte auch gut sein. Ja, vielleicht ist hier tatsächlich, und ich hoffe, dass für so viele, die jetzt hier irgendwie in dieser Co-Abhängigkeit unterwegs sind, dass die checken, dass hier eine Manipulation vorliegt. Entweder von sich selber oder von einer anderen Person oder von einer Situation oder einer Substanz. Ja, die wichtig ist, damit das hier in die Ausheilung geht, weil man möchte nicht irgendwie mit einem abhängigen Divine Maskulin unterwegs sein. Also das ist nicht so schön. Da gibt es einige Geschichten, ne, die ich auch näher kenne, die ja mit Alkohol etc. zu tun haben. Und ja, ne, also wir haben alle unsere Schattenseiten und das könnte, wie gesagt, gut sein, dass das bei den anderen ein oder anderen jetzt tatsächlich hier mal so richtig Klick macht. Und der Spirit sagt so, nee, stopp halt. Also ne, wir haben hier eine göttliche geführte Beziehung. Und es geht darum, sich weiterzuentwickeln und nicht eben immer nur hängen zu bleiben und irgendwie in seinem Schatten unterwegs zu sein. Die Divine Feminine. Ja, interessant. Also wir haben hier Flucht. Die Divine Feminine flüchtet gerade. Die hat keine Lust mehr hier irgendwie auf das ganze Brimborium. Und deswegen steht die Divine Feminine nämlich auch auf, hier aus diesem Dunkeln und geht ins Licht rein. Ja, und versucht hier zumindest irgendwie in die Selbstliebe reinzukommen. Ja, und das könnte gut sein, dass die ein oder anderen Divine Feminine gerade flüchten, dass Divine Feminine gerade im Runner-Modus unterwegs ist. Das ist nicht nur etwas, was Divine Masculine zugeschrieben wird und nur die männlichen Energien rennen und so weiter, die weiblichen Energien rennen auch. Ja, und gerade wenn es ganz dunkel wird, machen die sich auch frei und sagen, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie in irgendeiner Form meinen eigenen Weg gehen. Wir haben
die Karte silenced. Ja, es ist praktisch so, ne, der Mund wurde zugenäht. Man hatte keine Möglichkeit, in irgendeiner Form zu kommunizieren. Ja, deswegen saß Divine Feminine hier nämlich auch ganz schön traurig und trostlos und ohne Farben irgendwie unten in der Ecke und ist nicht mehr klargekommen. Und das ist jetzt Zeit, eben auch vor allen Dingen aus dieser Stille, dieser gezwungenen, dieser aufgezwungenen Stille, wo man nicht miteinander kommunizieren konnte, da mal auszubrechen. Geil, finde ich super. Was geht in die Heilung zwischen beiden? Ja, sell out. Also hier geht es darum, Balance und Harmonie herzustellen. Ja, sell out, also wir haben hier praktisch so diese Geisternonne drauf. Und selling out ist, dass entweder etwas zu viel oder zu wenig ist. Ja, das ist, sell out. Im klassischen Fall sieht man meistens eine Prostituierte, die in irgendeiner Form mit diesem Wort einhergeht. Also zumindest in einigen Decks. Und das geht jetzt nicht um das Thema der Prostitution, sondern darum, dass entweder etwas zu viel oder zu wenig ist. Entweder zu viel Sex oder gar kein Sex. Entweder zu viel Alkohol oder gar kein Alkohol. Entweder oder. Ja, on, off, switchen, hin und her. Und das ist genauso im energetischen Bereich zwischen Divine Feminine und Masculine. Entweder ist da voll viel Liebe oder da man ist komplett irgendwie im Dunkeln unterwegs. Und das ist das, was jetzt in die Heilung reingeht. Ja, dass eine Balance hergestellt werden kann, dass man eben diese Masken abnehmen kann, dass man eventuell, wie gesagt, auch mal wieder irgendwie miteinander kommunizieren kann. Ja, bei einigen ist das ein paar Tage her, bei einigen ein paar Wochen, bei anderen ein paar Monate und bei einigen sogar ein paar Jahre. Also das ist ein Prozess, der meistens sehr langwierig ist, gerade wenn man in irgendeiner Form mit Abhängigkeiten zu tun hat. Das ist nicht mal eben so, dass man am nächsten Tag aufsteht und sagt, juhu, ich habe das jetzt überwunden. Das ist ein Weg, das ist auch ein Weg der Heilung. Ja, und man muss sich da teilweise Zeit nehmen, weil ab und zu stolpert man und dann ist man wieder irgendwie in seinem alten Muster unterwegs und das dauert einfach so ein bisschen. Warte mal, wir nehmen jetzt mal hier. Ja, cool. Okay. Also wir haben als allererstes die Karte Betrug. Ja, also Betrug, man kann sich selber betrügen, man kann natürlich auch andere betrügen. Vielleicht fühlte sich Divine Feminine auch betrogen von Divine Masculine. Ja, je nachdem, was hier irgendwie passiert ist, dass die in eine Beziehung mit jemand anderem reingegangen sind, ihre Masken aufgesetzt haben, hier Co-Abhängigkeiten in sämtlichen Formen und Manipulationen und sich eben selber betrogen haben und auch andere dadurch betrogen haben. Ja, eine Maske zu tragen, das ist natürlich auch, das fängt bei einem selber an, dass man sich selber erstmal betrügt. Und das Interessante ist jetzt, ist, dass wir hier einmal das Thema des Loslassens haben. Also die lösen sich hier von dem, was hier als Thematik liegt, was ich super finde. Ja, das wird endlich losgelassen. Ja, man sprengt sich von diesen Ketten frei, von dieser Trickster-Energie, von diesen sich vielleicht auch nicht öffnen und irgendwie verstecken und nicht zugeben wollen, dass man total verliebt in Divine Feminine ist und dann irgendwie abwandelt und irgendwelche komischen Wege betritt. Das ist göttliche Führung, was jetzt gerade passiert. Die männlichen Energien werden jetzt praktisch wirklich am Kragen gepackt. Das kann also sein, dass das hier bei den einen oder anderen tatsächlich richtig um die Ohren fliegt, je nachdem. Und dass hier Spirit mit eingreift, ja, und eben auch sagt, das wird jetzt göttlich geführt und wer nicht hören will, muss fühlen, höre ich gerade. Also ne, auch mit dieser Ankündigung, dass das sein kann, dass das bei Divine Masculine jetzt richtig kracht demnächst irgendwie oder jetzt zur Sommersonnenwende, vielleicht ist es auch schon, also ist auf jeden Fall schon spürbar. Ja, und dass hier, wie gesagt, diese Ketten gesprengt werden. Geil. Divine Feminine.
Da ist sie. Oh, toll. So. Das ist übrigens mein eigenes Deck, Leute, was ich entworfen habe. Könnt ihr bei mir kaufen, falls es euch gefallen sollte. So, wir haben jetzt hier als allererstes Erinnerung. Ja, es könnte gut sein, dass jetzt Erinnerungen an die Oberfläche kommen. Das können schöne sein, das können nicht so schöne sein, je nachdem. Ja, also schaut einfach mal, was euch in irgendeiner Form begleitet. Wir haben die Karte Action, also in Action gehen. Wir sehen auch, dass jemand jetzt hier praktisch in Action reingegangen ist, auch wenn man, die Karte heißt Escapist, also auch wenn man davonläuft. Und es ist vielleicht auch dieses Losbrechen eben aus dieser Stille. Ja, und aus diesem dunklen Gefilde, in dem man sich einfach befunden hat. Und hier in Action reinzugehen. Macht die Dinge, die euch Spaß machen. Ja, ob ihr Rollschuh laufen wollt oder irgendwie schwimmen gehen wollt oder wie auch immer. Man muss ja nicht alles alleine machen, ja. Aber es geht darum, tatsächlich einfach mal so ein bisschen Zeit mit sich zu verbringen. Aber auf eine schöne Art und Weise. Das ist das, was Spirit ja von euch möchte, ja, weil ihr könnt die beiden Maskulinen in dieser Situation nicht helfen. Jeder hat manchmal auch eigene Aufgaben, wo wir uns gar nicht reinmischen sollen und auch nicht reinmischen dürfen, weil da ein ganz großer Lehrmeister liegt und seid froh, wenn ihr diese Aufgabe nicht übernehmen müsst, ja, sondern dass eventuell jemand anders macht oder man das halt wo man sich selbst durcharbeiten muss. So das was sie ganz gerne sagen muss. Die müssen selber erkennen, dass die hier in der Manipulation unterwegs sind. Die müssen selber erkennen, dass hier in irgendeiner Form Betrug vorgelegen hat, dass die loslassen müssen, dass die für sich in die Heilung reingehen müssen. Ja, und deswegen, die beiden Feminine, ihr sollt jetzt in eine positive Action reingehen und Erinnerungen eventuell auch verarbeiten. Wie gesagt, das kann auch sein, dass schöne Erinnerungen kommen. Und das muss nicht unbedingt jetzt nur was mit die beiden Maskulin zu tun haben. Vielleicht kommen Erinnerungen an die Kindheit, an die Oberfläche, wo man einfach sieht, oh, ich habe hier auch so ein bestimmtes Muster irgendwie mit mir. Ja, und wie gesagt, geht in die Action rein, was die Heilung angeht. Und wir haben das Thema Musik. Vielleicht sollen die ein oder anderen von euch anfangen mit einem Musikinstrument. Ja, das kann sein, dass das praktisch auf dem Plan steht, dass euch sowas über den Weg flattert. Vielleicht ist es auch Songs schreiben, singen, musizieren, vielleicht auch mit einer Band irgendwie zusammen. Man kann auch alleine sich ein Musikprogramm irgendwie besorgen und da dann irgendwie komponieren. Das geht natürlich auch. Und es ist natürlich auch das Thema der gemeinsamen Musik, die man vielleicht miteinander geteilt hat. Ja, dass da jetzt momentan Messages und Botschaften kommen, wo ihr einfach auch sehen könnt, wo steht denn man die Divine Masculine jetzt gerade? Ja, also öffnet er sich mir gegenüber wieder oder nicht? Wir können halt, wie gesagt, unheimlich viel aus Liedtexten erkennen. Und schaltet mal das Radio an. Ja, hört mal zu, was wenn ein Auto an euch vorbeifährt, was dort gespielt wird und so weiter. Ja, also Spirit hat ganz interessante Wege, uns mitzuteilen, was, wie gesagt, gerade bei Divine Masculine abgeht. Ja, Moment, hier kommen noch zwei Karten. Wir wollen, dass wir drei Karten nehmen dafür. Und hier ist noch einer auf dem Boden. Irgendwo. Hier. Okay. Moment, die sind... Ich muss sie mal eben kurz zusammen, sonst habe ich hier gleich irgendwie über 100 Karten auf dem Boden. So, okay, wenn das klappt. So, wir haben einmal das Thema verrückt. Ja, es kann also sein, dass das energetisch bei beiden sehr verrückt gewesen ist. Vielleicht auch in der Vergangenheit verrückt gewesen ist. Das wird auch diese Selling-Out-Geschichte in irgendeiner Form erklären. Dass hier, dass so verrückt geworden ist bei beiden, ne, weil beide verrückt nacheinander sind. Dass man Masken aufgesetzt hat. Ja? Also so ein Merging der Seelen, wenn man in der Liebesenergie unterwegs ist, ist das super. Aber wenn man im Dunkeln sitzt, kann das ganz sehr unangenehm sein. Ja, und natürlich ist man auch verrückt nacheinander. Ja, das ist eben so dieses Ding. Deswegen ist das Ganze auch so irre. Ja, und das ist vielleicht auch etwas, was hier in irgendeiner Form geheilt werden soll, in die Ausheilung reingeht. Vielleicht auch eine Erklärung, warum man Masken aufgesetzt hat. Wir haben das Thema der Vergebung.
Vergebt euch gegenseitig. Ja, und das ist auch etwas, was hier, wie gesagt, ne, zwischen beiden als Energie liegt, in die Vergebung reinzugehen und sich vor allen Dingen auch zu erden. Also verrückt und Erde zusammen, das ist auch eine super Kombination, ja, weil verrückt, das ist meistens etwas, was halt im Kopf stattfindet, in der Psyche stattfindet, ja, dass man irgendwie komplett durchdreht und davon vielleicht auch krank geworden ist, das kann auch gut sein. Und hier ist die Erdung ganz wichtig. Ja, also wirklich Erdrituale zu machen, barfuß zu laufen, sich mit der Natur zu beschäftigen, bastelt euch doch eine Blumenkrone. Jetzt gerade zur Sommersonnenwende, ja, und setzt ihr auf und springt über das Feuer und bittet darum, dass ihr geläutert werdet. Setzt euch mal auf den Boden, anstatt irgendwie auf den Stuhl. Also wirklich jetzt auf die Wiese, auch wenn das nur für eine halbe Stunde geht, aufgrund der Knochen, man weiß es nicht genau. Ja, und geht in die Natur. Ja, das ist etwas, was euch Kraft geben wird, eben sich zu erden, weil Erdung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr nicht geerdet seid, dann fliegt euch die Union um die Ohren. Ja, wenn gewisse Dinge nicht ausgeheilt sind, dann wird das Ganze so irre und so verrückt, dass man nicht mehr klarkommt. Ja, und dann landet man in the dark night of the soul und muss sich da dann wieder irgendwie durcharbeiten, Tage, Wochen, Monate und so weiter. Ja, das ist nicht immer irgendwie ganz so einfach. Deswegen ist es dauert dieser Prozess auch so lange. Ja, und deswegen ist diese Erdung so wichtig. Die waren maskulin. Was läuft denn hier über die Higher Realms? Jump in. Jump in. Das ist andromedarische Energie, die mit dem Abenteuer zu tun hat. Und sag bitte ja zum Wechsel. Meine Güte, Spirit ist wieder so toll. I love you. Sagt ja zum Wechsel. Das ist das, Spirit sagt, hier gibt es göttliche Führung, Leute, ne, göttliche Führung vor allen Dingen auch. Spirit wird das für Divine Masculine so unangenehm machen hier mit dieser Co-Abhängigkeit, was auch immer das ist. Vielleicht, wie gesagt, sind das einfach mehrere Thematiken, die hier eine Rolle spielen. Spirit macht das so fies und so ekelhaft und so unangenehm, dass Divine Masculine loslassen muss. Geil. Und dann sich in dieses Abenteuer mit Divine Feminine stürzt und endlich hier auch ja zu dieser ganzen Reise sagt, okay, ja, das ist wichtig. Wir haben für Divine Feminine, wartet mal ab, was hier passiert, ja, das ist, jetzt ist noch nicht die Zeit dazu und es wird gewoben. Ja, auch wieder etwas, was mit göttlicher, also mit Spirit zu tun hat. Ja, die arbeiten da oben im Higher Realm an etwas, wovon wir vielleicht gar keine Ahnung haben. Ja, also wie gesagt, das sind göttlich geführte Beziehungen, die wir hier haben und wir haben so viele Helfer auf der anderen Ebene. Was meint ihr, was die für eine Energie freisetzen müssen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, damit wir zum Beispiel hören können, was Divine Masculine uns zu sagen hat? Es ist nun mal so, wie es ist. Wir sollen es einfach annehmen. Ja, und deswegen müssen wir mit unserer Intuition verbunden sein, geerdet sein, klarkommen und auch darauf hören. Und jetzt, wie gesagt, momentan ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um vielleicht so eine ganz, 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 ganz große Entscheidung zu treffen. Es ist okay, hier mal kurz irgendwie diese Szenerie zu verlassen. Weil damit habt ihr anscheinend gar nichts zu tun, was hier irgendwie Divine Masculine für sich ausbaldovern muss. Und Spirit gibt Divine Masculine jetzt eine große Lehre, was das Ganze angeht, damit die mal klarkommen. Das ist hier eine ganz große Major Healing, die passiert. Und Divine Feminine soll sich währenddessen gar nicht so große Sorgen machen. Hab Vertrauen darauf, hab Vertrauen auf Spirit vor allen Dingen auch. Ich weiß, man verliert das manchmal. Ja, ich habe da auch schon gesessen und gefragt, ey Leute, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Also ich hatte wirklich dunkle Stunden, auch was Spirit angeht, ja. Und das ist okay, zwischendurch irgendwie mal zu sagen, ach nee, sorry, kein Bock auf die Story. Ich kümmere mich jetzt erstmal irgendwie um mich und guck, dass es mir gut geht. Und das strahlt ab. Ja, und das wird Divine Masculine auch dazu animieren. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht auch für eine Union. Aber wartet ab. Ja. Hier wird gerade etwas in die Wege geleitet. Wow. Deswegen ist diese Vergebung auch so wichtig. Ihr werdet die Gelegenheit bekommen, in die Vergebung reinzugehen. Ja, und dann seht ihr, ob ihr wirklich vergeben könnt oder vergeben habt.
für beide haben wir ein Dimensionstor. Die goldenen Kinder, das innere Kind, Sanftheit, Unschuldigkeit und extrem seltene Geschenke. Also schaut mal, das sieht hier auch aus wie ein Portal. Ja? Und die Sommersonnenwende ist ein Portal. Ich werde euch demnächst noch mal was zu den Portaltagen sagen. Da habe ich auch wieder Neuigkeiten rausgefunden, aber das passt jetzt einfach nicht in dieses Reading rein. Das kommt jetzt bald. Ja? Hier haben wir Solarenergie mit drauf. Ja, und man muss halt, wie gesagt, auch durch dieses Tor durchgehen und die goldenen Kinder. Ja, mit der Thematik des inneren Kindes, also das, wo Divine Masculine drin ist, das hat definitiv etwas mit dem inneren Kind zu tun. Ja, es kann sein, dass das bei Divine Feminine auch der Fall ist, aber ich glaube eher, das liegt hier sehr eine etwas schwerere Energie auf Divine Masculine. Ja, und Divine Feminine, die ist schon einen Schritt weiter. Ja, und hier ist, wie gesagt, diese Ausheilung des inneren Kindes wichtig und man betrachtet das Ganze. Ja, Love Me Tender. Ja, von Elvis Presley und das soll das Unschuldige soll wieder zurückkommen. Ja, und auf dem Weg, ja, auch wenn wir das manchmal nicht sehen und nicht verstehen können und uns wirklich fragen, was soll das alles hier? Da liegen Geschenke für uns. Der Weg ist gepflastert mit Geschenken. Ja, mit Gaben, die wir haben, die sich rausarbeiten, ja, wo wir auf einmal irgendwie merken, so, boah, ich habe ja heilerische Fähigkeiten, wo kommt das denn her? Das ist das Geschenk, was ihr von euren Twins bekommt, dass ihr euch daran erinnert. Ja, das sind Gaben aus früheren Leben, interdimensional, das muss jetzt nicht nur auf dieser Erde sein. Wir kommen ja von den Sternen und ja, das ist das, was hier hochgetriggert wird, auch bei den männlichen Energien. Ja, die einen oder anderen werden wahrscheinlich auch irgendwie entdecken und sagen, boah, was für vom kranken Mist, war ich denn hier unterwegs? Das muss in die Heilung reingehen. Und Spirit unterstützt auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Ja, und wie gesagt, manchmal kriegen wir es halt so um die Ohren geknallt, bis wir es gecheckt haben. Divine Masculine. Jetzt mal so ein bisschen Feelings zu Divine Feminine. Freundschaft. Bester Freund. Das hatten wir, glaube ich, in einem von den anderen Readings auch vor kurzem, aber mit einer anderen Karte. Der beste Freund, ja. Also die Freundschaft zwischen beiden, das ist etwas, was wirklich Grund hat. Und das wird helfen, diese Romanze zu vertiefen und das Ganze zum Blühen zu bringen. Das ist das, was Divine Masculine, Divine Feminine sagt. Ja, ihr sollt hier nicht irgendwie in Feindschaft sitzen und Zeta und Mordio schreien und eure Twins verfluchen. Und also was ich da manchmal irgendwie für Kommentare lese, da stehen mir echt die Haare zu Berge. Also sowas kann man mit sich selber und seinem Twin irgendwie, ich sag jetzt mal so, in einer privaten Ecke ausmachen. Aber da gehört schon einiges dazu, sowas öffentlich zu schreiben. Ja, also deswegen passt immer drauf auf, was ihr schreibt, was ihr formuliert, weil das sind Dinge, die ja ins Universum gehen. Ja, und gerade wenn das irgendwie niedergeschrieben wird, dann das kommt in irgendeiner Form an. Ja, deswegen sagt die beiden Masculine, ich bin dein bester Freund und du bist auch meine beste Freundin. Ja, und das ist ja auch etwas, was mit Verständnis zu tun hat. Und diese Romanze, die wird aufleben, wenn ihr freundschaftlich auf das Ganze schaut und also ne, die Freundschaft versucht zu verstehen, warum jemand so ist. Und wir haben hier die eindeutige Erklärung, inneres Kind, ja, das Spirit jetzt hier praktisch was ganz Großes in die Heilung reinbringt und seid froh darüber, dass euch das nicht passiert ist, ja, sondern dass es eventuell mit einer anderen Person passiert ist oder mit einer anderen Situation, je nachdem, was es jetzt ist, und ihr das nicht ausbaden müsst. Deswegen, Divine Feminine, macht euch bitte keine Sorgen. Das ist in Ordnung und ihr dürft euch auch freuen und es darf euch auch gut gehen. Ja, das ist das, was ihr wissen sollt. Ja, Divine Feminine sagt Freedom, Freiheit, ja, diese Beziehung erlaubt dir einen ganz gesunden Prozess zu durchlaufen und dir vor allen Dingen auch den Raum zu geben, dass du atmen kannst und atmen darfst. Und nochmal, ja, einiges hat gar nichts mit Divine Feminine zu tun, sondern ist etwas, was jeder für sich selber in irgendeiner Form bearbeiten muss.
Ja, und diese Beziehung soll eben auch diese Freiheit geben, sich durch Raum und Zeit zu bewegen und auch mal atmen zu können. Also gerade für die, die jetzt in der letzten Zeit nicht viel, ne, also mit dem Atem Probleme hatten, vielleicht nicht richtig geatmet haben, immer mal wieder Luft geholt haben, ja, wo man gemerkt hat, da sitzt irgendwie was auf der Brust oder ne, dass man eben, wie gesagt, auch ne, mit diesem trostlosen Engel in Verbindung steht, atmet. Ja. Und dann seht eben auch, dass ihr eure Flügel entfalten sollt. Egal, ob ihr in der Union seid oder nicht. Friendzone. Also wir haben hier viel, was das Thema Freundschaft angeht. Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Im Moment sieht es so aus, dass diese Partnerschaft, dass da so ein bisschen die Leidenschaft fehlt. Was mich aber auch nicht wundert, nach dem, was wir hier liegen haben. Das ist aber auf der 3D-Ebene. Ja, die Karte heißt Just Friends for Now. Also im Moment ne, geht es darum, erstmal, dass man wieder diese freundschaftliche Basis entwickelt zueinander. Ja, dass man da nicht irgendwie in Groll sitzt und in Hass sitzt und wie gesagt, diese Purges, die hochkommen, diese dunklen Energiebänder und all das, was uns in irgendeiner Form so sehr belastet, ja, dass wir das nicht an dem anderen auslassen. Gebt die beiden Maskulinen hier seine Zeit, das Ganze in die Heilung reinzubringen. Die beiden Feminine, sorry. Wartet einfach ein bisschen ab, lasst es euch gut gehen in dieser Zeit und hier geht jetzt, wie gesagt, etwas in die Heilung rein. Ja, und ihr müsst halt, wie gesagt, erstmal wieder eine freundschaftliche Basis zueinander entwickeln, ja, bevor dann diese romantischen Gefühle an die Oberfläche kommen. Und das ist halt, wie gesagt, jetzt etwas, was durch die Sommersonnenwende ja, in die Heilung reingeht. Ja, geil, guckt mal, das ist ja das andere. Ich wollte jetzt nur noch mal so eine Bestätigungskarte, okay? Falling in Love. Ihr werdet euch wieder neu ineinander verlieben, auf eine andere Art und Weise, weil die Divine Feminine hat sich sehr verändert und die Divine Masculine verändert sich auch. Hat sich auch verändert in dieser ganzen Zeit. Ja, und beide mussten unabhängig voneinander in etwas reingehen, was mit Heilung zu tun hat, was mit ganz vielen Themen zu tun hat, wo ganz viel an die Oberfläche gekommen ist. Und betrachtet diese Separationsphasen bitte nicht als Strafe. Ja, gerade in der Separationsphase, wir wachsen, wir gedeihen, wir bekommen diese ganzen Geschenke von Spirit, wir bekommen unheimlich viel Weisheiten. Wir werden praktisch geschult, das ist eine Ausbildung, ja, die wir hier erhalten. Und wir haben noch das Glück dazu, dass wir ne, also die Liebe nicht nur unseres Lebens treffen, sondern aller Leben. Und das ist nur ein Kapitel. Ja, das Buch ist nicht fertig geschrieben. Das ist ein Buch, was ewig geht. Und es ist nur ein Kapitel. Ja, und ihr müsst, wie gesagt, lernen, hier wieder in dieser Freundschaft aufeinander zu gehen. Das ist für Divine Masculine genau dasselbe für Divine Feminine, damit man sich wieder neu ineinander verlieben kann. Ja, aber wenn man nicht vergeben hat und noch nicht ausgeheilt ist, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und hier, ja, kommen auf einmal, ja, Gefühle an die Oberfläche, die auf die ihr ganz, ganz lange gewartet habt und nach denen ihr euch ganz, ganz lange gesehnt habt. Das ist Hammer. Also wenn Divine Feminine hier sitzt, ja, und sagt, okay, alles klar, hier ist irgendwie, ne, also es war alles nicht so optimal gelaufen, wie es sein sollte. Das war ziemlich irre zwischen uns beiden. Aber ich vergebe dir und ich sitze jetzt hier und streue also bedingungslose Liebe ins Feld rein. Was nicht heißt, dass man irgendwie alles mitmacht. Ja, das ist eben auch das Ding, dass man das Recht dazu hat zu sagen, nö, also sorry, ich bin jetzt gerade mal irgendwie hier ne, mit mir selber unterwegs und mach du mal, solange bis du irgendwie klarkommst und dann können wir uns gerne nochmal irgendwie aufeinander zuarbeiten. Ich denke, dass das gestattet werden sollte und dass das genau jetzt der richtige Weg ist. Ja, damit hier wieder so ein bisschen locker, flockig irgendwie das reinkommt. Und wie gesagt, also ne, dieses Versprechen ist da, dass man sich plötzlich auf einmal wieder ineinander verliebt. Also ich habe das selber erlebt, ja. Also nicht nur einmal. Okay, dass auf einmal wird man freigeschaltet.
Aber das geht halt nicht, solange Divine Masculine hier mit seiner Co-Abhängigkeit zu tun hat, okay? Wir müssen erstmal die Ketten lösen und sich aus ihrer Situation befreien und Courage aufbringen und den Mut aufbringen, diesen Schritt für sich zu machen. Und wenn das Feld frei ist, wo Spirit jetzt mithilft, dann ja, kann sich das Ganze hier ganz schnell drehen. Ja, übe Mitgefühl, sagt Divine Masculine. Ja, betrachte die Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Okay, und vielleicht war das tatsächlich zwischen Divine Feminine und Masculine nicht so einfach. Vielleicht war das so verrückt zwischen beiden, so intensiv und so krass, dass Divine Masculine geflüchtet ist. Ja, und hier vielleicht irgendwie, was weiß ich, in seinem eigenen Salat gelandet ist, okay? Hab Mitgefühl, was das Ganze angeht, ja, und betrachtet, wie gesagt, die Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, schimpft nicht über euren Divine Masculine, genauso wie Divine Masculine nicht über Divine Feminine schimpfen soll. Ich weiß, dass man sich ganz leicht dazu verleiten lässt und immer sagt, boah, du bist schuld, dass es mir so geht, und ne, ich kenne das selber ganz gut. Nur das wird dafür sorgen, dass man im Keller sitzen bleibt und hier irgendwie mit diesem Engel der, wo hatten wir den denn? Diesem Engel der Trostlosigkeit verbunden ist. Das ist trostlos, was man da macht. Ja, deswegen ist es so wichtig, hier zu sagen, hey, gib mir die Mühe, ja, um ins Yin-Yang reinzukommen. Wir gehen jetzt in die Heilung rein. So, Divine Feminine sagt, bedenke, wo du stehst. Ja? Du bist aufgefordert, einmal genau hinzuschauen, wie ernst du es mit der Liebe meinst. Das finde ich ist eine sehr schöne Aussage. Jetzt gerade, wie gesagt, in Anbetracht eben hier auf diese Geschichte mit der Co-Abhängigkeit. Ja? Divine Masculine wird jetzt wirklich aufgefordert, ganz genau hinzuschauen, weil Divine Feminine so stark geworden ist, dass sie hier sitzt und sagt, ich bin glücklich, ob jetzt mit oder ohne dich, mir geht's gut. Ja, und die jetzt noch nicht da sind, wie gesagt, arbeitet euch dahin. Also arbeitet auch mit dieser Kraft der Sommersonnenwende. Und für beide, und vertraue deiner inneren Kraft mit der 11. Du bist stärker, du bist stärker, als du glaubst. Also das geht natürlich an beide, ja. Ihr seid stärker, als ihr glaubt. Ihr habt so, so unglaublich tolle Fähigkeiten. Fangt an, die zu nutzen. Fangt an, in die Heilung reinzugehen. Ja, wie gesagt, das ist etwas, was beide energetisch einfach miteinander verbindet. In diese Stärke reinzukommen, in diese Kraft reinzukommen, sich selber zu erkennen. Ja, und das ist auch ein ganz, ganz tolles Geschenk. Wenn man einfach mal irgendwie so den Fokus vom Negativen abwendet. Und sich auf das Positive konzentriert, was da alles passiert ist. Ja, und das geht, das sage ich auch immer wieder, das geht nicht nur darum, in die Union reinzukommen, sondern eben auch diese Gaben zu entwickeln. Und das würden wir gar nicht machen, wenn wir in der Union sind. Ja, das kommt dann später, die Union, sobald wir das halt alles gecheckt haben, okay? Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mit dem Reading anfangen. Ich drücke euch aus Mexiko und bis ganz bald. Bye bye.